liebe Zuschauer, und wenn wir gleich zu unserer Vorschau kommen vom Angebot des Tages, möchte ich meinen ersten Gast heute Abend ganz herzlich begrüßen, Eva Simmelbauer. Freue mich sehr, Eva, von GERS. Guten Abend. Wir wollen heute über das spannende und, finde ich, sehr wichtige Thema Hörgeräte sprechen. Genau, und gutes Hören. Und wie kann man mit Hörgeräten helfen, dass man wieder besser hört, wenn man denn eine Hörminderung hat? Genau, ist ja, wie gesagt, auch oft eine Altersgeschichte. Gell? Manchmal kommt es früher, manchmal kommt es später, manchmal kommt es gar nicht. Gell? Dann hat Aber am besten. Was ich ja so toll finde, für mich mal so zum Einstieg, wenn man das beobachtet, die letzten Jahre, wie sich das allein optisch entwickelt hat, finde ich das schon sensationell. Es gibt ja mittlerweile, wir werden nachher das ein oder andere Modell auch mal zeigen, Geräte sieht man gar nicht mehr. Aber vielleicht erstmal so zum Einstieg, ein paar Worte zu GERS. Ist ja wirklich bekannt. Sofort denke ich zum Beispiel auch an GERS und Thomas Gottschalk, was Werbegesicht von euch ist. Was sind so ein paar einleitende Worte? Was kann man zum Unternehmen sagen? Genau, also unser Testimonial kennst du ja, Thomas Gottschalk. Ja. Der ist ein Ticken sogar älter als GERS. GERS gibt seit 70 Jahren. Ja. GERS gibt seit 70 Jahren, wurde in Dortmund gegründet und dann in ganz Deutschland hat das Unternehmen expandiert. Wir haben mittlerweile um die 750 wow. Fachgeschäfte in ganz Deutschland, also in so ziemlich allen Städten und auch größeren Ortschaften. Das heißt, immer vor Ort eine Anlaufstelle, immer vor Ort unsere Hörakustikexperten und Hörakustikmeisterinnen und Meister, die für unsere Kunden da sind, wenn die eine Hörminderung haben und dann gerne unterstützen und helfen, damit man wieder besser hören kann. Sind, wie du schon sagst, also es ist echt auffällig. Gell? Ich bin hier, wenn ich in München bin, in Germering, da habe ich ein tolles Geschäft am Bahnhof gesehen. Es sind auch sehr, sehr frische Geschäfte, die wirken sehr farbenfroh, sehr einladend. Und wie du schon sagst, man findet die mittlerweile überall. Das Geschäft ist ganz schön explodiert. Ja, es gibt immer mehr Menschen, die schlechter hören. Ich glaube, auch wir beide kennen es aus unserer, ich nenne es mal Disco-Zeit ja. noch. Clubs gab es ja damals noch nicht, ja. hieß ja damals ja. noch Discos. Disco, genau. immer mehr Menschen hören schlechter. Es gibt so Dunkelziffern, ungefähr 10 Millionen Deutsche haben wirklich eine Hörschädigung. Und davon braucht wirklich ein großer Anteil auch eigentlich eine Unterstützung mit Hilfe eines Hörgeräts. Und da sind wir für da, um da zu helfen und dann, wie gesagt, wieder besseres Hören den Menschen zu verschaffen. Weil es ist ja auch Lebensqualität, wenn absolut, man besser hört. Absolut, absolut. Und wir werden in der nächsten Stunde das ein oder andere Modell mal vorstellen. Wir haben ein bisschen was mitgebracht hier. Also die Eva hat ein bisschen was mitgebracht. Werden wir uns gleich mal anschauen. Das Thema Hörgeräte. Wie viele unterschiedliche Modelle gibt es überhaupt? Und wie gehe ich jetzt vor klassisch, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich höre schlecht. Wahrscheinlich komme ich erst mal zum Hörtest zu euch. Genau. Also wenn du das Gefühl hast, du hörst schlecht. Ne? Oder wenn wir meistens sagen, ja, irgendwie die Kinder oder der Partner oder die Verwandten, die dann irgendwie beim daheim sind, ja. und die Freunde, oh, stell den Fernseher leiser. Dann sollte man durchaus überlegen, einen Hörtest zu machen. Denn das lohnt sich. Und das geht relativ einfach. Du kommst einfach in ein GERS-Fachgeschäft, kriegst in einer Hörkabine Kopfhörer aufgesetzt, da kommen dann verschiedene Töne auf das linke, auf das rechte Ohr gespielt und damit kann der Hörakustiker feststellen, in welchem Frequenzbereich du hörst, ob du da besser, schlechter hörst und wie die Abweichung vom normalen Hören ist. Es tut auch nicht weh, das geht auch total schnell, Viertelstunde. Der Hörakustiker fragt dich auch so ein bisschen im Vorfeld, ach, wo merken Sie es denn speziell oder warum haben Sie denn das Gefühl? Also er macht auch im Vorgespräch mit dir eine Analyse, um eben noch mal besser darauf eingehen zu können, was jetzt dein Anliegen auch ist, warum du den Hörtest machst. Und dann nach 15 Minuten, 20 Minuten weißt du Bescheid, ob da Handlungsbedarf besteht. Jetzt glaube ich ja persönlich, dass der ein oder andere ein Problem damit hat. Es gibt ja Menschen, die auch vielleicht eine Angst davor haben. Warum ist es überhaupt nicht schlimm? In der heutigen Zeit, wenn man sagt, Mensch, ich brauche Hilfe in dem Bereich. Da habe ich eine spannende Zahl übrigens für dich. Also die meisten, im Schnitt ist es so, wenn du erfährst, du hast wirklich eine Hörminderung, dann brauchen die Menschen bis zu 7 Jahre im Schnitt, dass sie sich dazu entscheiden, überhaupt ein Hörgerät sich anzuschaffen. Weil eben bei vielen noch so diese, ich glaube, es ist nicht nur eine Angst, es ist vor allem dieses Gefühl, verdammt, jetzt bin ich echt eher alt. Ne? Jetzt brauche ich ein Hörgerät, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Und so eine Hörminderung kommt ja auch schleichend. Die ist in der Regel nicht von jetzt auf gleich, außer du hast einen Unfall oder irgendwie einen schweren Schaden aus anderen Gründen am Ohr. Und man ignoriert das lange Zeit. Man kann das ja auch ausblenden. Und das Gehirn verändert ja auch sich dann in der Wahrnehmung der Geräusche, die du hörst. Also du merkst es am Anfang gar nicht. Es kommt total schleichend. Und irgendwann ist der Moment da, da geht es einfach nicht mehr anders. 7 Jahre hast du gesagt. Also ich kann mich jetzt an, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, ich höre immer sehr schlecht, wenn meine Freundin sagt, wenn ich Fußball gucke, trinkst du kein Bier mehr.
ne? Zählt jetzt nicht in dem Bereich, aber da habe ich ja noch 2 Jahre. Es geht ja erst seit 5 Jahren so. Du hast ein paar tolle Modelle mitgebracht. Ja. Können wir da kurz mal drauf eingehen, was wir hier auf dem wunderbaren Tablett zu sehen absolut bekommen. Ich rutsche mal ein Stück vor. Ne? Wir haben hier, du hattest ja vorhin gefragt, was gibt es denn so grundsätzlich? Es gibt grundsätzlich 2 große Produktkategorien bei Hörgeräten. Die sogenannten HDOs hinter dem Ohr. Mhm. Das sind die hier oder das hier. Gibt es, wie du siehst, in verschiedenen Größen. Ich habe auch meines hier mitgebracht, meine beiden Hörgeräte. Und die trägt man wirklich hinter dem Ohr. Das ist ein total guter Tragekomfort. Das ist auch für alle Arten von Hörminderungen geeignet. Ja. Wir haben es auch mal in der Übersicht gerade eingeblendet, den Unterschied zwischen HDO und IDO. Gell? Genau. Und IDO ist eben in dem Ohr. Und die sind so gut wie nicht zu sehen, quasi unsichtbar. Die sind jetzt krass, noch nicht für jeden Hörverlust, eher so bis von leicht bis mittleren Hörverlust geeignet. Werden auch dann speziell an das Ohr angefertigt, weil du kriegst es ja direkt in den Hörgang eingesetzt. Mhm. Und die sind teilweise wirklich winzig. Finde ich schon verrückt. Was man nicht mehr sieht. Okay. Eva, lass uns doch noch mal 2 zeigen. Wir haben ja eben schon den Unterschied erfahren. Es gibt welche, die sind draußen am Ohr und es gibt welche, die stecken drin. Genau. Und wenn wir jetzt mal uns hier angucken, welche es so gibt, die im Ohr Geräte sind, dann ist das... Ist krass, wie klein das ist. Total winzig, ne? Ja. Also wenn du dir das anguckst, sollen wir das mal in die Kamera zeigen? Wie funktioniert sowas? Also ich glaube ja, man kann selbst über App steuern und es gibt ja heute alle Möglichkeiten. Es gibt alle Möglichkeiten. Es hängt natürlich vom jeweiligen Hörgerät ab, ob man es App steuern kann oder nicht. Aber letztlich ist da drin ein Hochleistungscomputer verbaut, ne? Spannende Frage, die eben hier aus dem Haus auch schon gekommen ist. Wie sieht das mit Duschen aus und sowas? Wann sollte ich es rausmachen, so ein Hörgerät? Ja, duschen oder am Strand beim Schwimmen rausmachen ist besser. Es gibt welche, ich nehme das auch mal kurz auf die Hand, das nennt sich Lyrik. Die sind komplett im Ohr. Die bleiben auch ein paar Monate im Ohr. Die lässt man dann drin, da macht es dann beim Schwimmen zum Beispiel, sollte man dann Hörschutz trotzdem drauf machen, damit kein Wasser ins Ohr kommt. Das sind die, die man dauerhaft tragen kann. Alle anderen Hörgeräte, wenn es nass wird, lieber abnehmen, ist besser. Wir sprechen über tolle Produkte aus dem Hause Gehrs mit Eva Simmelbauer, Leiterin von der Kommunikation. Und Eva, wir haben ja schon einige Dinge erfahren, was für Möglichkeiten gibt, ja, was es für Unterschiede gibt. Was ich total spannend finde, auf eurer Webseite hat man auch schon mal die Möglichkeit, von zu Hause aus einen Hörtest zu machen. Genau, der ersetzt jetzt zwar keinen klassischen Hörtest, aber wenn man so das Gefühl hat, vielleicht sollte ich schon mal so ein bisschen testen, dann auf der Website den Online-Hörtest machen. Ich weiß nicht, wollen wir mal ein bisschen durchklicken? Ja, wir können dann mal reingehen. Dann können wir dich ja mal testen, ob du... Ja, wir kommen zu unserem... Dauert 5 Minuten, das habe ich schon mal erkannt. Ja, das ist schon mal gut, aber wir machen ja Hörtest und nicht einen Sehtest. Wie geht das dann? Ich klicke mich dann durch? Los geht's, genau. Jetzt kriegst du ein paar Fragen gestellt. Wie würden Sie Ihr Gehör beschreiben? Nicht sicher. Nicht sicher. Dann nicht sicher, also bitte klicken. Ich würde schlecht sagen. Okay, Alex, dann darfst du schlecht anklicken. Nicht sicher. Nicht sicher. Los geht's. Und dann geht's weiter. Genau. Dann kommt die nächste Frage. Geben so, Sie mit welcher jetzt Art? Ist natürlich, jetzt müsstest du einen Kopfhörer anhängen, weil dann kriegst du es direkt aufs Ohr. Machen wir einfach mal irgendwie als Beispiel einen kabelgebundenen Kopfhörer, ne? Damit Finde ich total du die Funktionsweise siehst. So. Dann gibt es so Hinweise, was man am Rechner halt einstellt, gell? So ist es, was du achten musst. Und dann kannst du jetzt, wenn du jetzt hier die Starttaste drückst, dann kriegst du einen Ton aufs Ohr gespielt. Okay. Und dann kriege ich sozusagen, wenn ich mich die 5 Minuten da durchgearbeitet habe, kriege ich dann eine Info und sagen, gehen Sie lieber mal zu uns ins Geschäft. Genau, so ist es. Genau. Machen Sie lieber jetzt mal einen vernünftigen Hörtest. Hier ist, wie gesagt, so eine erste Indikation. Und so ähnlich läuft dann der Hörtest auch natürlich professioneller und umfassender beim HNO-Arzt oder eben beim Gers-Fachgeschäft ab. Aber dann kann man sich schon mal so ein bisschen darauf einstimmen. Wenn du sagst, ihr habt über 700 Fachgeschäfte, wie schult man so Personal? Ich meine, die Weiterentwicklung ist ja enorm und das wird ja wahrscheinlich die nächsten Jahre sich noch weiter nach vorne entwickeln. Wie funktioniert sowas? Habt ihr dann auch richtig so Schulungszentren, wo ihr die Facharbeiter schult auf die neuen Produkte? Wie darf man sich sowas vorstellen? Ich finde das enorm. Also grundsätzlich ist ja jeder Hörakustiker bei uns, ist ja ein Handwerk, der hat eine Ausbildung als Hörakustiker oder hat eine Weiterbildung zum Hörakustikmeister oder Meisterin. Gibt es die Berufsfachschule in Lübeck, da sind die alle.
die diesen Beruf ergreifen. Und da gibt es natürlich regelmäßige Weiterbildungen für Produkte, für neue Technologien. GEAS gehört zur Sonova-Gruppe. Mhm. Es gibt die Sonova bzw. GEAS-Akademie in Dortmund an unserem Hauptsitz. Da haben wir ganz viel Weiterbildungsmaßnahmen. Jetzt zu Corona-Zeiten war natürlich auch ganz viel an Online-Trainings und Weiterbildungsmaßnahmen. Also die sind ständig dabei, sich weiterzuentwickeln, neue Produkte kennenzulernen, auch neue Techniken, auch was das Thema Service betrifft. Das ist total wichtig, klar. Ja, finde ich enorm wichtig. Also ich finde es irre. Also zappen Sie sich ruhig mal durch, machen Sie mal einen Hörtest online bei GEAS auf der Webseite und besuchen Sie gerne mal einen von über 700, wie sagt man zu euch, Optikern. Quatsch. Das waren die anderen, das war die mit der Brille. Wie sagt man zu euren Fachgeschäften? Fachgeschäfte, Hörakustik-Fachgeschäfte. Hörakustik-Fachgeschäfte, liebe Zuschauer. Hast noch zwei spannende Geschichten mitgebracht, auf die möchte ich noch mal ganz kurz eingehen. Was haben wir denn hier noch für zwei Geräte? Was steckt denn da dahinter, was steckt drin? Genau, wir haben bei dem quadratischen schwarzen Gerät, das ist ein TV-Connector. Das andere, das runde, nennt sich Roger. TV-Connector, eigentlich wie der Name schon sagt, ne? Man verbindet es mit einem Fernseher. Ich koppel dann den TV-Connector direkt mit meinen Hörgeräten und kann dann das Fernseherlebnis für mich ein bisschen besser genießen. Das heißt, ich höre es lauter als die Mitmenschen, die im Raum sind? Ich höre es direkt auf meine Hörgeräte. Ich höre es so eingestellt, dass es für mich auch richtig gut nochmal passt. Und die anderen hören es so, wie es für sie richtig ist. Finde ich eine spannende Geschichte. Ne? Und der Roger? Der Roger ist zum Beispiel sowohl fürs Büro, aber auch, keine Ahnung, so Abendessen irgendwie mit vielen Freunden oder in einer großen Runde am Tisch, lege ich in der Mitte auf den Tisch. Da stellt sich dann wie so quasi ein externes Mikrofon, ist auch mit meinem Hörgerät gekoppelt und richtet sich dann nochmal besser danach aus, wer gerade spricht. Also ich höre dann an der langen Tafel mit 20 Personen dem, der am Tischende spricht, vielleicht nochmal nicht nur ein bisschen, sondern richtig viel besser, also wie wenn ich jetzt so ganz normal mit meinem Hörgerät höre. Das unterstützt mich also praktisch. Das finde ich ja total spannend, da muss ich ja aufpassen. Ne? Wenn ich jetzt mit am Tisch sitze zum Beispiel, habe nicht das, dass ich nicht vielleicht, wenn ich mit einem lausche, Lester oder sonst irgendwas, ne, dass ich nicht abgehört werde. Tja. Ich super, was heutzutage alles gibt, liebe Zuschauer. www.geas.de, genau. Kann man sich durchklicken. So ist es. Bekommt ganz viele Informationen. Wir fassen gleich nochmal den Abend zusammen. Die erste Stunde hier bei der Kunert und Kordi Show. Vorher gehen wir gemeinsam auf Kreuzfahrt. Warst du schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff? Nein, war ich noch nicht. Bist du komplett die Aktivurlaberin? Ja, ne? Du hast eben erzählt, du hast ein paar Wochen bist du durch Italien einfach mit dem Auto gefahren. Genau, Roadtrip, geh gerne in die Berge. Also ich mag gerne Aktivurlaub. Finde ich super auch, dass jeder so seins hat. Ne? Ich bin, wie gesagt, auch mal in den Bergen. Ich bin aber auch gerne auf Kreuzfahrtschiffen, muss ich sagen, liebe Zuschauer. Warum das so toll ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Gucken Sie mal. So, Eva, unsere Stunde ist schon fast wieder rum, aber ich finde es spannend. Ich könnte mich noch wahrscheinlich stundenlang über das Thema Hörgeräte unterhalten. Wir wollen nochmal zusammenfassen. GEAS, über 700 Geschäfte, tolle Webseite, wo man einen Online-Test machen kann. Genau, und ganz viele Informationen auch findet. Ne? Also man kann sich über alles Mögliche auf der Website schon mal informieren, welche Hörgeräte gibt es. Man kann übrigens auch schon Termine über die Website vereinbaren. Auch spannend. Das ist so ein kleines Chatboard, da können Sie Fragen stellen. Also alles rund um das Thema Hören, Ratgeber, Produktinformationen finden Sie alles auf GEAS.de. Super, können Sie sich direkt informieren, liebe Zuschauer. Und ich hoffe, wir konnten mal so einen kleinen Einblick geben heute hier in der ersten Stunde. Ich fand es total spannend, unsere Zuschauer ganz sicher auch. Und ich möchte zum Abschluss nochmal sagen, es ist nicht schlimm, wenn man merkt, es ist vielleicht oder es baut vielleicht ab im Ohr. Absolut. Und ich glaube, man hat es ja gesehen, Hörgeräte sind heute so unauffällig. Ich selber trage ab und an welche. Ich nutze sie zum Musikhören, zum Telefonieren. Sieht kein Mensch und das ist sensationell. Das ist echt ein Gewinn an Lebensqualität. Finde ich auch. Ein Gewinn war es auch, dass du heute bei mir in der Sendung warst. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und liebe Zuschauer, bei uns geht es gleich weiter mit Frank Lüngen, einem tollen Buchautor, der ja sein Leben als Biografie aufschreiben hat lassen und mit aufgeschrieben hat. Und vorher schicken wir Sie auf eine tolle Reise, liebe Zuschauer, nach Ägypten.